Sehr geehrter Hochadel, euer Finanzplan ist zeitgemäß fürs Mittelalter. Point of order. Point of order. Danke. Ja, also, ja. Ich möchte mich beziehen auf Annex 7, Artikel 1, volle Offenlegung der finanziellen Interessen und Artikel 2, das Parlament aufgefordert zu überprüfen, ob ein. Semsrott, eine Minute. Sehr geehrter Hochadel, euer Finanzplan ist zeitgemäß fürs Mittelalter. Unser Bund der Fürstentümer ist bedroht, allerdings nicht durch Fremde, sondern durch euch. Denn ihr, die Schatzmeister, handelt in Torheit. Weil euch eure Furcht so in Beschlag nimmt, errichtet ihr Bollwerke um unsere Ländereien, hört nicht auf die Gelehrten und seid blind für die wahren Gefahren unserer Zeit. Wir erleben einen ewigen Sommer. Tiere sterben aus, Feuer verschlingen die Wälder und das Meer raubt das Land. Deshalb versammeln wir uns am 20. Tag des Septembers mit den Aufständigen der Freitage für morgen auf den Marktplätzen, um eurem teuflischen Plan Einhalt zu gebieten. Schon allein aus Trotz. Wir geben nicht auf. Wir, die Mittellosen, Hoffnungslosen und Aussichtslosen, stehen zusammen gegen euch, die Ahnungslosen.